hallo liebe Freunde, bevor wir uns gleich mal den Vergleich von den Trick Tracks ansehen, da ist mir im Video doch ein bisschen was durcheinander gekommen mit den Herstellern und ich weiß ja nicht, ob das so richtig ist, was ich jetzt sage. Also importiert wurden ja alle von JGWB und die älteren, das heißt die mit den Sternen im Video, die sind eigentlich, glaube ich, hergestellt von Romano Ignacio von 2017, ich habe mir den mal aufgeschrieben. Und die neueren, die weißen im Plastikblister sozusagen, beziehungsweise im Plastikbeutel, nicht, dass es hier wieder Häme gibt, die von 2020, die wurden von Scudofasto hergestellt, soweit ich das jetzt weiß. Ist ja egal, also die mit den Sternen sind die älteren, die weißen sind die jüngeren und ich finde, da ist doch klangtechnisch ein deutlicher Unterschied zu hören, oder? Und lasst euch jetzt nicht verwirren im Video mit den falschen Herstellerangaben, bitte. Da habe ich irgendwie schon 3, 4, 5 im Tee gehabt oder so. Viel Spaß. Wir vergleichen hier Trick Track von JGWB, Knallkörper F2. Wir haben hier eine NEM von 5 Gramm pro Stück zu verbrauchen bis 2030. Schaffen wir. Gegen die Ignacio Blesio Teile von 2017, die ersten, die es derart in F2 gab. Ja. Vom optischen Vergleich her, packen wir mal hier aus, JGWB links, machen wir so, JGWB El Blasio. Mal gucken, ob es da soundtechnisch einen Unterschied gibt. So, wir heißen ja nicht im Original Trick Track, wa? Wir fangen mal an mit den Dingern von El Blasio, die jetzt schon seit jetzt schon fast 5 Jahren hier rumliegen. Sind bestimmt besser geworden. Alter, waren die schon immer so? Was aus? Ne, doch. Ah, der eine wollte nicht. Vielleicht kommt das später noch. Okay, und jetzt die von Boykoff. Ach, die waren hier, der Endknall war jetzt hier mächtig, ey. Die sind ja noch besser. Muss man schnell was gucken. Ja, sind F2. Boah, die sind ja geil. Trotz Wind. Alter Schwede. Da kommt doch gleich einer und sagt, ich war im Polen einkaufen. Wahnsinn. Tricks. Also die von El Blasio sind ja schon gut, jedenfalls nach dieser Ablagerung. Kann mich ja nicht erinnern, dass die so gut waren schon immer. Aber die von Boykoff sind ja nochmal einen Zacken schärfer. Wobei man muss sagen, hier ist alles laut immer irgendwie.